Die Kinder sind nicht reizüberflutet, sie sind den ganzen Tag draußen und somit auch weniger krank. Und die Eltern finden es einfach super, wie die Kinder hier im freien Spiel ihren Bedürfnissen nachgehen können und sich austoben. Sie sind auch abends dann wesentlich ausgeglichener, zumindest von dem Feedback der Eltern her. Ich heiße Daniela Hacken und bin die Leiterin des Naturkindergartens Die Wildschweinbande e.V. Das Besondere an unserem Kindergarten ist, dass wir uns den ganzen Tag in der Natur aufhalten und den Wald und unser Außengelände als Bildungsraum nutzen. Die Kinder lernen so schon im Einklang mit der Natur, im Jahreszeitenwechsel, die ganze Natur und ihren Ablauf kennen. Zudem halten wir Tiere, damit die Kinder auch schon in die Verantwortung der Tierpflege mit einbezogen werden. Den Bauwagen unserer Einrichtung nutzen wir im Winter als Aufwärmmöglichkeit, zudem, wenn wir mal ein Getränk erwärmen möchten. Und ansonsten wird er nur zur Materiallagerung genutzt. Der Bauwagen ist zweckgebunden und autark eingerichtet. Wir haben kein Wasser- und keinen Stromanschluss. Die Möbel im Bauwagen, also die Tische und die Bänke, die sind klappbar. Das heißt, dass wir dann auch ganz viel Platz schaffen können zum Spielen, falls wir uns da länger drin aufhalten müssen. Und dann haben wir noch eine Toilette im Bauwagen, die wir noch zusätzlich nutzen können, und die Küchenzeile mit zwei Gaskochplatten. Wir haben uns zuallererst Kostenvoranschläge eingeholt. Dann haben wir einen Spendenaufruf gestartet, zu dem die Sparkasse sofort bereit war, uns da etwas in den Fördertopf zu schmeißen. Dann wurden Dinge geklärt, wie der Bauwagen eingerichtet werden soll. Und letztes Jahr im August wurde dann der Bauwagen hergestellt bei einer Firma in Warendorf. Und die Landschaftsgärtnerin hat zeitgleich angefangen, das Gelände herzurichten, sodass Ende September der Bauwagen hierhin geliefert werden konnte. Wir werden auch noch mal umziehen müssen. Das Gelände haben wir jetzt nur vorübergehend zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden dann noch ein größeres Grundstück bekommen. Und der Umzug, der ist natürlich auch wieder mit mehr Kosten verbunden, wo wir dann natürlich auch wieder gerne Spenden entgegennehmen, um das dann zu stemmen. Das wird dann aber erst in 1,5 bis 2 Jahren sein, weil der Flächennutzungsplan muss jetzt erst noch abgeändert werden dafür.